Dieser Preis, den wir Ihnen jetzt hier präsentieren können, ist ganz offensichtlich, wie Sie sehen, kein Bär. Aber er ist uns sehr, sehr wichtig, denn er wird zum ersten Mal vom RBB gestiftet. Das ist unser eigener Preis, der Dokumentarfilmpreis, auch ganz logisch, ein Fernsehsender, der durchaus ja mit Dokumentation, auch mit Langzeitbeobachtung von sich reden gemacht hat. Dieser Preis ist uns also ganz besonders wichtig und wir freuen uns sehr, dass der Mann jetzt bei uns ist, der ihn bekommen hat. Also zum ersten Mal vom RBB gestiftet, den Dokumentarfilmpreis. Und das ist natürlich möglich, in allen Sektionen da was zu finden, wenn es einen interessanten Dokumentarfilm gibt. Dieser nun lief ausgerechnet auch noch im Wettbewerb. Als einziger Dokumentarfilm, passiert ja auch nicht allzu oft, ist von einem sehr erfahrenen, auch sehr berühmten Dokumentaristen, der auf sehr originelle Weise oft auch persönlich erzählt, es gibt einen Film mit Knetefiguren über seine Familie, über sein eigenes Schicksal. Jetzt hat er einen Film geschaffen, der wie ein Triptychon ist und beschreibt das Grauen des 20. Jahrhunderts. Dieser Film heißt Irides oder Iridated. Bitte begrüßen Sie Ridipan. Und congratulations for the award. Thank you. Und Jörg Taschmann wird übersetzen. Ridipan stammt aus Kambodscha, er lebt in Paris und hat, wie gesagt, schon ein sehr umfangreiches Lebenswerk geschaffen, oft sehr persönlich. Und auch in dieses Werk sind ja persönliche Erfahrungen eingeflossen, wenn auch nie direkt. Also Sie sagen ja nicht, das habe ich erlebt oder das hat meine Familie in Kambodscha erlebt. Aber es ist immer Teil der Erzählung. Vielleicht können Sie uns das erklären, wie Sie das eingebettet haben in eine Gesamtdarstellung, so kann man es ja nennen, des 20. Jahrhunderts und der Schrecken dieses Jahrhunderts. Die choses atroces qui sont produits au 20e siècle. Oui, malheureusement. D'abord, merci beaucoup pour le prix. Et j'étais très heureux, je suis très heureux d'être à Berlin. Erstmal vielen Dank für diesen Preis und ich bin sehr glücklich, hier in Berlin zu sein. Et le film venait de terminer, que c'était la, c'est la première fois que je montre le film au public. Der Film wurde gerade zu Ende gestellt und es ist das erste Mal, dass ich im Publikum diesen Film wirklich präsentiere. Vous pouvez imaginer l'angoisse aussi, l'excitation et l'angoisse. Sie können sich also meine Angst und meine Aufregung sehr genau vorstellen. Je suis très très heureux parce que malgré la dureté du film, le public était très attentif, très accueilli avec beaucoup de chaleur le travail et le film. Ja, und ich war dann sehr glücklich, das Publikum hat den Film mit sehr viel Aufmerksamkeit, aber auch mit sehr viel Herzenswärme aufgenommen. Moi, je pense que le travail sur la mémoire, c'est jamais un travail fini. Ich glaube, die Arbeit am Gedächtnis ist niemals eine Arbeit, die man beenden kann. Mais il est important d'écrire notre histoire collective. Aber wir müssen unsere kollektive Geschichte erzählen, das ist wichtig. Le travail de mémoire, c'est pas d'accuser les uns ou les autres, c'est de voir qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi on est capable d'exercer autant de violence sur autrui. Und es geht nicht darum, andere anzuklagen, sondern es geht eher darum zu untersuchen, wie waren wir zu so einer Gewalt fähig, wie konnte es sein, dass sich Menschen so etwas antun? Bon, le film est conçu comme ça. Puis je l'ai commencé il y a 4 ans, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'archives à voir, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de lectures à faire. Und ich habe diesen Film vor 4 Jahren begonnen. Es ist eine große Arbeit gewesen, allein dieses Archivmaterial auszuwerten, zu sichten. Et puis en même temps, les choses évoluent très vite. Il y a ces dernières années, il y a une montée des extrêmes assez rapide. L'intolérance, la xénophobie, le racisme. Ja, und dann entwickeln sich die Dinge manchmal ganz schnell und auch in einer Richtung, die man gar nicht so erwartet hat. Also dieses Aufflammen des Hasses, dieses Aufflammen des fremden Hasses überall auf der Welt und der Extreme. Ce qui me frappe, c'est que la vérité est très vite effacée par le flot d'information, pas trop d'information. Und was mich bestürzt, ist eigentlich, dass die Wahrheit weggefegt wird durch diese Flut an Informationen, die auf uns niederprasselt. Sie zeigen, Sie verbinden ja im Film mehrere Elemente. Also wir haben zum einen, das habe ich angedeutet, Kambodscha. Wir haben Atomwaffenopfer. Es gibt die schrecklichen Bilder aus den Lagern, Bombenopfer, Dresden, Hiroshima. All das kommt bei Ihnen zusammen. Was ist für Sie das absolut Verbindende? Das sind natürlich trotzdem sehr unterschiedliche politische und gesellschaftliche und historische Ereignisse, die Sie da zusammenführen. Que vous mélangez tous ensemble. C'est pas un mélange, hein. c'est une réflexion encore. C'est un crime reflète un autre. Ce que je veux dire, c'est que le grand crime est possible quand il y a une abstraction de la mort, quoi.
C'est comme si ça, ou des gens, quoi. L'existence des gens est comme une abstraction. Et quand l'abstraction est là, le grand crime est possible. Ja, also große Verbrechen sind ja erst dann möglich, wenn es so eine Abstraktion gibt, eine Abstraktion des Menschlichen. Erst so sind leider große Schrecken und große Verbrechen möglich. On ne voit pas, on refuse de voir. C'est pour ça, je dans le film, j'ai dit, regardez, une fois, deux fois, trois fois. Ja, und man lehnt es eigentlich als Zuschauer ab, da hinzuschauen. Und deswegen sage ich in meinem Film auch, schaut genauer hin. Schaut es euch zweimal an, schaut es euch dreimal an, weil wir dazu neigen, das auszublenden. C'est la seule manière, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vérité est très vite sous le flot d'informations, mais pas contre celui qui peut crier fort les mensonges, et plusieurs fois par jour, celui-là, il reste sur l'écran. Ja, und was ich vorhin nicht ganz beenden konnte, diesen Satz, ist, dass eben die Wahrheit auch dadurch weggefegt wird durch diese Informationsflut, die auf uns niederprasselt. Das heißt aber nicht, dass die Lügen einfach nur so für sich stehen bleiben. Also c'est pour ça que j'ai choisi une forme de triptyque trois écrans. Und deswegen habe ich versucht, eben so ein Triptychon auch für die große Leinwand zu schaffen. Also die Leinwand ist dreigeteilt in diesem Film und Sie sehen teilweise die gleichen Bilder, Sie sehen aber auch Bilder, die miteinander korrespondieren. Also wie zum Beispiel im berühmten Film von Abel Gance, der hat das für seinen Napoleon-Film ja auch schon damals gemacht bei dem Stummfilm. Man setzt die Bilder in Beziehung zueinander und ich sage Ihnen aber auch, weil Sie sagen, man soll hinschauen, ich konnte das oft nicht. Das sind oft Bilder, die ich auch kenne aus Auschwitz, die sind so schrecklich, ich kenne sie und ich habe dann doch auch weggesehen. Das sage ich hier ganz offen und ich denke, es geht auch vielen Leuten so. Sie haben recht, natürlich soll man das nicht verdrängen, das mache ich ja auch nicht, aber ich ertrage die Bilder ganz ehrlich auch nicht mehr. Das hat vielleicht auch mit dem Älterwerden zu tun. Auch damit müssen Sie erleben, dass Menschen sagen, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, es schmerzt und es ist furchtbar. Die Leute, die vous disent, c'est trop fort pour moi, je peux pas regarder ça. Oui, je comprends. Je comprends que parfois les gens ne veulent pas voir. Et justement, quand on veut pas voir, ça devient une abstraction. On revient toujours sur que, comment le crime est possible. Peu importe le crime, je sais bien que ce qui se passe dans les camps nazis, c'est pas pareil que ce qui se passe dans les goulags de Staline ou dans les camps de Khmer Rouge. Je sais bien, mais il y a un point commun, c'est la destruction de l'humain, la destruction de son identité, de sa dignité. Et moi, j'ai besoin de travailler sur cette image, sur ce corps. Et puis, je voulais... Ich kann das ganz gut verstehen, dass du so reagierst, aber trotzdem denke ich, dass in dem Moment, wo die Leute wegsehen, ist ja auch wieder so eine Abstraktion. Und nur diese Abstraktion macht ja diese Verbrechen so möglich. Und das müssen wir ja hinterfragen, wie es eben dazu kommt. Natürlich weiß ich, dass man nichts gleichsetzen kann. Man kann nicht sagen, das, was in den Konzentrationslagern der Deutschen, der Nazis geschehen ist, ist das gleiche, wie was in den Gulags geschehen ist oder wie was bei den Roten Khmer geschehen ist. Der einzige gemeinsame Punkt ist, dass Menschen vernichtet worden sind, dass man ihre Identität vernichtet hat. Und all diese schrecklichen Bilder sind eingebettet, allerdings in diese große Kunstanstrengung eines großen Altarbildes. Also das Triptychon ist ja auch eine Altarform. Dazu gibt es immer wieder auch Szenen, da sieht man japanische trauernde Künstler, die also auch eine Abstraktion schaffen übrigens. Also das, was man da sieht, das wird mit großer Kunst auf eine neue Ebene gehoben und deshalb gab es dafür auch den Dokumentarfilmpreis des RBB, zu dem wir nochmal ganz herzlich gratulieren. Riti Pan ist der Preisträger in diesem Jahr. Applaus